Daniel, heute werde ich dich in die große Kunst des Fallens trainieren. Meister, also ehrlich, ich bin ja schon so oft auf die Nase gefallen und des Öfteren bei Schultests durchgefallen. Ich muss das nicht haben. Ich meine, gut, euer Haus steht hier oben sehr nah am Rand der Klippen und wenn der Wald brennt, könnten wir uns mit einem Fallseil die Felswand herunterlassen oder sogar mit einem Fallschirm retten. Also Meister, ich bin dabei. Ich rede hier nicht vom Abstürzen und Klippenspringen. Warum sollte der Wald brennen? Wir sind hier übel 30 Kilometer von der nächsten Bundesstraße entfernt. Niemand verirrt sich hier hell und Lauchen ist im Wald sowieso verboten. Jean Kong Fu sagt, wenn es brennt, geht zum Urologen oder in eine Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Eure Worte mögen weise sein, denn es sind ständig die Worte von Konfuze, obwohl ich bis jetzt immer noch nicht weiß, wer das war und welche Logik hinter seinen Weisheiten steckt. Also Meister, klärt ihr mich mal auf, warum wollt ihr mir das Fallen trainieren? Fallen, nicht fallen. Das sagte ich doch. Dann lass es uns schnell hinter uns bringen. Wir fangen erstmal mit einer Glockenübung an. Setz dich auf den Stuhl, nimm dieses alte Lenkrad in deine Hände. Dort unten leeren Konservendosendeckeln sind Gaspedal, die Kupplung und die Bremse. Meister, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Hier gibt es nicht viel zu verstehen. Stell dich einfach vor, du sitzt in einem Ferlalli und du fällst auf dem Nürburgring. Meister, soweit reicht meine Vorstellungskraft leider nicht. Ich vergaß, du bist ein junger Bursche und die Fahrzeugklasse ist dann wohl ein wenig übertrieben. Dann stell dir doch halt vor, du sitzt in einem BMW 23i, so einer wie Hintel im Haus steht. Ihr verlangt da etwas viel von mir. Aber, warum wollt ihr eigentlich, dass ich das Fahren lerne? Wenn ihr doch fahren könnt, dann fahrt doch selber. Ich verstehe das nicht. Erklärt es mir. Was soll das, Meister? Daniel, lass es mich dir erklären. Ich kam gerade aus Lee Jungs Cocktailbar und hatte diese zwei netten, blünetten Amerikanerinnen abgeschleppt. Da wurde ich von der Polizei angehalten. Mein etwas Coolwiegel-Fahrstil war wohl schuld. Als der Wachmeister die Tür aufmachte, erblach ich mich sofort auf seine Hose. Das nahm er wohl übel. Und so verlor ich meine Fahrerlaubnis. Meister, hättet ihr mal eine Uhrzeit für mich? Der Klick zieht nicht mehr. Lass endlich den Motor an. Naja, versuchen kann man's ja mal. Meister, ihr müsst mir noch den Schlüssel geben, sonst bekomme ich den Wagen nicht an. Kung Fuze sagt, im Glauben liegt der Schlüssel zu allem. Und wenn du unter die Sonnenblende nachsiehst, findest du den Ersatzschlüssel. Und sollte er dort nicht sein, dann ist er sicherlich im Handschuhfach. Oh Mann, na denn, okay. So, dann wollen wir mal so tun, als wenn mich die Sonnenblende runterklappe. Meister, da ist er nicht. Hier, Daniel, nimm diesen Stock. Stell dir vor, es wäre der Schlüssel. Dann will ich ihn mal in das virtuelle Zündschloss stecken. Es sieht aber auch echt aus. Na egal. So, Schlüssel steckt. Verdammt, Daniel, das ist nicht das Zündschloss, sondern mein Alsch. Oh, diese Schmelzen, oh, diese Schmelzen. Oh, Meister, das tut mir aber leid. Das wollte ich nicht. Schlüsselloch, Arschloch, ich hab das wohl verwechselt. Oh, schmelz lass nach. Obwohl, langsam fängt es an, mir zu gefallen. Meister, ich glaube, der Motor hat kein Öl mehr. Der macht so komische Geräusche. Ich glaube, da hinten bei der Hütte steht ein Reservekanister. Ich hol den mal eben. Moment, ich bin direkt wieder da. Hey Daniel, zur Hütte geht's aber in die andere Richtung. Verdammt, Daniel, du blinkst mich noch ins Grab. Du Dünnblättbloder. Andauernd kollabiere ich wegen dir. Du Lückeberger, dir werde ich helfen, mich schon wieder allein zu legen. Na warte, ich krieg dich, du kleiner Drecksack. Lauf null. Ich jage dich, wenn es sein muss, bis in die Ukraine. Wenn ich dich kriege, reiß ich dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Du kleiner Drecksack. Hatschi und Kelate heißt nicht, sich voll der Fallprüfung zu lücken, sondern seinen Meister auch mal ins letzte Loch zu fallen.